Hi Leute, ich bin der Pili und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Epic Story. Wir haben uns das letzte Mal ordentlich vorgekämpft. Wir hatten einen anstrengenden Kampf am Anfang der Folge, den haben wir aber mit Bravour meistern können und sind im Endeffekt, ich zeige euch das mal gerade auf der Karte, für die, die sich nicht mehr dran erinnern, von, ich weiß gar nicht, ob man meinen Mauscursor sieht, ich vergesse das immer, wir sind aber da oben links von diesem Lavafeld jetzt bis hier unten rechts zu diesen kleinen zersplitterten Inseln gelaufen, denn hier scheint irgendwie sowas wie ein Windtempel zu sein. Und ich würde sagen, den gehen wir jetzt einfach mal rein und schauen uns an, was da drin los ist. Los geht's. Wir brauchen nämlich... Wir warten mal gerade kurz. Wir brauchen nämlich auf alle Fälle die Kraft des Windes. Eine trügerische Ruhe lag in der Luft. Oh, die Häschen hoppeln. Faul treten sich Windmühlen in der Ferne. Magnolienwinde fließen zärtlich durch ihr Haar. Findling. Ah, mal direkt die Finger aufwärmen hier. So, hier ist aber noch nichts. Kneis haben wir noch. Das sind auch alles Worte, die wir kennen. Also, das Spiel hat zwar eine Menge Worte, aber es gibt auch eine Menge, die wiederholt werden. Sehr, sehr viele. So, wir wurden teleportiert. Ich blicke hier nicht immer so ganz durch. Ich glaube, von da oben jetzt hier runter. Müssen wir mal gucken. Wir wollen hier natürlich auch nichts verpassen. Deswegen müssen wir gucken, dass wir immer alle Abschnitte so ein bisschen säubern. Gegner haben wir ja noch nicht. Das sieht ja alles wirklich viel zu friedlich aus. Aber wir machen uns erstmal nichts raus und laufen mal weiter. So, dann... Oh nein, 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 nein. Mist. Da wollte ich noch weitergehen da unten. So ein Mist. Doch um sie herum lag das Land in Trümmern. Gebrochen vom Willen des Tornados. Also ihr seht schon, die ganze Gegend, die drumherum, wurde halt richtig auseinandergerissen. Sie fragte sich, ob sie auch gebrochen worden war. Kann sein, man weiß es nicht. Ulme, wir brauchen Feuer für den Backofen. Melke. Das sind die Blümchen hier vorne. Und dann laufen wir erstmal weiter. Höhle, dann brauchen wir Eis, da haben wir die Lärche und den Kältetod. Ups. So, ich will nichts verpassen, deswegen laufe ich erstmal ein bisschen drumherum erkunden. Hier oben scheint erstmal nichts zu sein. Hier haben wir einen Latit. Ich brauche wieder Feuer für Ausdorren. Espe haben wir da hinten. Weiter geht's. Hier drin ist irgendwas. So, wir brauchen Gold und Ring. Und dann können wir ja drauf gehen. Ah, okay, wir müssen ja diese Spuren schon wieder verfolgen. Oh, ach, das muss wieder in gewissen Geschwindigkeit gehen. Nein, jetzt habe ich gehangen. Oh Mist. Ach, da waren wir zu langsam. Okay. Müssen wir nochmal ausprobieren. Kriegen wir schon hin. Sollte nicht so schwer sein. Ach, ich krieg das... Ich habe das so lange nicht gespielt, weil meine Aufnahme ja nicht funktioniert hat. Jetzt habe ich das so lange nicht gespielt, dass ich es einfach nicht mehr hinbekomme. Ich weiß auch gar nicht, wie es ist. Habe ich eine insgesamte Zeit oder muss ich einfach... Habe ich nur zwischen den Dingern eine gewisse Zeit? So, jetzt haben wir es geschafft. Entschuldigung, ich bin ein bisschen still geworden. Ich muss mich konzentrieren. Was für Geschichten wurden wohl vom Tornado? An die Oberfläche gewühlt. Ja, ich weiß es nicht. So, was ist hier? So, das ist zum Beispiel, hier brauchen wir Windkraft. Da seht ihr schon wieder so komische Zeichen. Das können wir noch nicht aktivieren. Da müssen wir einfach mal gucken, was noch kommt. Bärlauch und Blätter. Das ist ja alles so friedlich. Noch keine Gegner getroffen. Oh. Wer wird meine Geschichte erzählen? Weiß ich nicht. Was ist meine Geschichte? Weiß ich auch nicht. So, was haben wir hier? Krone. Mal gucken, wo es... Oh, da kommt ein Gegner. Grab, haben wir Feuer? Ja. Da unten kommt noch ein Gegner.
Ja, komm, zeig die Schrift. Wir gehen mal ein bisschen näher. Okay, Bank. Und dann noch einmal sehr eingeben. Sehr, da war ich zu schnell. So, hier kam der Kiefer. Da kommt nochmal ein Gegner. Da müssen wir auch nochmal Ruhe auswählen. Oh, ich mag das nicht, wenn es so viele Wege geht, die man gehen kann. Da verläuft man sich leicht. Rubel, ups, Frack und die Truhe. Muss ich auch Truhe eingeben? Das klingt logisch. So, 1 von 5 Fragmenten gesammelt. Ich glaube oder vermute fast, wir haben unten schon wieder eins verpasst. Das auf alle Fälle den zerbrochenen Inseln, das Bild. Mal gucken, ob wir dieses komplett zusammenbekommen. Wäre schade, wenn nicht, aber wäre möglich, dass es nicht funktioniert. Wenn wir da unten jetzt schon eins verpasst haben, ich weiß nicht, wie wir da hin zurückkommen. Ein Gitter aus Ruinen umgab sie. Ich weiß nicht, bevor ich jetzt hier weitergehe, ich will ja auch nicht, ich sag mal, was verpassen. Da hinten war ja noch was, dann laufe ich mal gerade lieber zurück. Und dann gucken wir mal, was hier noch so ist. Zum Beispiel hier war noch was. So, da scheinen wir aber noch gar nicht groß weiterzukommen. Dann war doch hier vorne eben auch noch eine Tür gewesen. So, dann müssen wir auf alle Fälle mal gucken. Ah, da kommen wir wohl weiter, wenn wir dann die Kraft bekommen haben. So, wir laufen mal ein bisschen schnell. Haben wir ja gelernt, den Skill. So, das Gute ist, wir haben noch Skillpunkte übrig. Dann können wir auch gleich, wenn wir hier einen neuen Skill bekommen, können wir den direkt komplett ausbauen. Jetzt gucken wir mal hier rüber. Und Säulen aus Elfenbein. Okay. Umöd. So, du? Und Wert. Das Skelett eines Hauses. Okay, ja, das hier war wohl mal ein Haus, das halt komplett auseinandergerissen wurde. So, hier geht es dann wohl normal weiter. Wir gucken gerade erstmal hier. Laufen ja einmal außen rum, was es hier vielleicht so gibt. Das hier scheint die Hintereingangstür zu sein. Da kommen wir aber auch noch nicht rein. Hm. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier in das Labyrinth vorne rein und gucken einfach mal, wo uns das hinführt. So, wir brauchen Blitz. Unwetter. So, dann stellen sich die Türen auch schon um. Müssen wahrscheinlich einmal hier rein. Es wird immer nur das Gleiche sein. Wir können aber einmal Schalter umlegen. So, das ist schon mal sehr gut. Dann gehen nämlich hier die Türen auf. So, wir müssen gleich bestimmt einmal hier außen rumlaufen. So, jetzt kommen wir auf alle Fälle erstmal hier durch und gucken, was hier ist. Nerz und Wiese. Ein Durcheinander von Winden umwirbelte sie. So, da kommt ein Gegner. Oh, da rechts kommt auch noch ein Gegner, den sehe ich doch schon, den Schatten. Hunderte streitender Stimmen. Ja, ich weiß es. Ich will jetzt hier noch nicht weitergehen, weil, ich weiß nicht, hier ist hier auf alle Fälle noch was. So, wir legen nochmal den Schalter um. Das ist aber auf alle Fälle nicht die Tür, die wir haben wollen. Hm. Oh, hab ich gerade eine Stechmücke angegriffen. Super, jetzt kommen wir... Ah, perfekt. Okay, hier unten können wir her. Können wir auf alle Fälle hier die große Truhe öffnen. Ups, wenn wir es richtig schreiben würden. Geblendet und Ausbeute. Ein Fragmentstück. Nein, Erfahrungspunkte jede Menge. Brauchen wir jetzt nicht so dringend, aber ist okay. Wir wollen uns ja auch nicht beschweren. So, ich glaube allerdings... Mittlerweile... haben wir das Max-Level erreicht, weil wir bekommen, wir haben jetzt 202.106 von 200.000 möglichen Erfahrungspunkten. Ich glaube, wir haben das Maximal-Level schon erreicht. So, wir gehen jetzt einfach mal hier weiter, gucken, wo uns der Weg hinführt. Der sanfte Zephyr trug giftige Lügen mit sich.
Oh, hier müssen wir halt wieder laufen, denn hier kommt ein Gegner, den wir nicht besiegen können. Und hier müssen wir uns auch ein bisschen beeilen, sehe ich gerade. Oh je, oh je. Ich kann es leider nicht vorlesen. Ich hoffe, ihr könnt es mitlesen. Jetzt gucken, dass wir hier schnell drüber kommen. Ich weiß halt auch gerade überhaupt nicht, wohin wir müssen. Birke, komm schon, mach, 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 mach. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Oh je, oh je. Oh, das ist doof, ich muss jedes Mal den Kampfmodus deaktivieren. Bevor ich das vergesse, bevor ich hier weiterlaufen kann. So, was haben wir hier? Sie? So, das ist ein bisschen stressig gerade. Muss ich ein bisschen konzentrieren. Eibe. Jetzt brauche ich nochmal Feuer. Für. Oh, ich glaube, ich hatte noch Feuer. Für Bratapfel. Ich habe null Ahnung, wo ich herlaufen muss, Leute. Das war auf alle Fälle der falsche Weg. Das ist jetzt ganz schlecht. So, den Gegner versuchen wir zu umlaufen. Und hier geht's weiter. Ich weiß aber nicht, wohin. Was uns das jetzt hier bringt. Da, Piöl. Ich hoffe, die Gegner... Oh, von da hinten kommen sie. Lauf, 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 lauf. So, da kriegen wir die Kraft des Windes. Sehr gut. Ich hoffe doch, dass wir die Kraft des Windes bekommen. Ja. Die Winde ließen sich wie ein Schmetterling in ihrer Hand nieder. Und ihre Stimme trug den Willen eines Wirbelsturms. Sehr nett. Sehr nett. So, jetzt haben wir die Kraft des Windes. Schön. Dann können wir die Gegner nämlich jetzt dann auch fertig machen. Aber die kommen jetzt auch gar nicht mehr. Super nass und Hurricane. Was wir jetzt damit machen müssen, weiß ich nicht. Ah, die Gegner kommen auch gar nicht näher. Erden, Gaben, Basalt, Traum, Galle, Backe, Erz. Das kann ich nicht lesen. Steht der Jäger? Ja, da stand Jäger. Bis sie alle verstummten. So, wir kommen hier aber auch gerade nicht weiter. So, wir gucken auf alle Fälle, was für Verbesserung. Windmagie schleudert die Insekten weiter fort. Ja, das machen wir auf alle Fälle. Und dann gucken wir mal, ob wir hier das noch irgendwie aktiviert bekommen. Supernass und Hurricane. Supernass und Hurricane. Supernass und Hurricane. Okay, das hat... Ah! Ziele mitten auf Insekten und in die Mitte der Insekten große Wirkung erzielen. Okay, das schleudert wohl alle Insekten in der Nähe weg. Das ist ja ganz nett. So, da müssen wir auf alle Fälle mal gucken. Ich weiß jetzt leider einfach überhaupt nicht, wo wir hin müssen. Oh, oh, das ist gut. Habt ihr gesehen? Das schleudert die richtig weit zurück. Das ist natürlich nochmal interessant. Der Missklang drohte sie vorzuwehen. So, hier waren wir gerade eben. Da konnten wir uns allerdings nicht um viel kümmern. Jetzt weiß ich, dass hier hinten... Hier war, glaube ich, auch noch irgendwo eine Truhe. Jetzt weiß ich nicht, sollen wir da nochmal hingehen? Ich glaube, wir gehen nochmal nach der Truhe gucken, weil die hätte ich jetzt schon noch gerne. Ach nee, gar nicht. Mist. Das war eins früher. So. Und ich glaube hier kommen wir hier nochmal zurück. Genau, da vorne in dem Bereich. Da war noch ein oder anderen Punkte zu holen. Wobei wir Punkte gar nicht mehr brauchen. Aber alles löst jetzt nicht aus in der Richtung, oder? Oho. König. Und Fänge. Also mir gefällt die neue Kraft. Kombiniert mit den anderen Elementen hätte ich zum Beispiel den Endkampf, den letzten, auf alle Fälle viel einfacher gewonnen. Jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Ja, da hätten wir ein Fragment jetzt verpasst, wenn wir weitergelaufen wären.
Das wäre natürlich richtig ärgerlich gewesen. Aber da haben wir zum Glück, sind wir da nochmal zurückgekommen. So, da bin ich aber gleich auf den Kampf gespannt, weil wenn ich mir überlege, da könnten sehr viele Gegner aus einer Richtung kommen, die man dann erstmal einmal treffen muss, zurückwehen, die aus der nächsten Richtung treffen und zurückwehen und dann wieder die eine Richtung treffen und zurückwehen. Ich glaube, da können ganz wirklich, wirklich interessante und schwere Kämpfe auch wieder raus werden, was ja erstmal eigentlich nicht schlimm ist. So, C4. Mal gucken, wo wir hier hin transportiert werden. Ups, da standen wir nicht richtig drauf. Die Winde begannen in ihr eine Richtung zu weisen. So, hier haben wir jetzt wohl so eine Stelle, wo einfach Gegner auf uns zukommen. Und wir werden jetzt mal versuchen zurückzuhalten. Na toll, da habe ich natürlich nicht gedrückt gehabt. Hold und frei. Aber ich glaube, wenn wir die abwechselnd hin und her stoßen. Opa, Gras, Tant, Sieg, Mies. Okay, da sehen wir schon nichts mehr. Blut, Mies. Können wir auf alle Fälle nochmal hier hochlaufen. Qual, Blau, Karl, Süß, Ast. So, da muss er schon hinterher rennen. Vene. So, ich könnte das jetzt auch mit anderen Elementen machen, aber ich will einfach mal ein bisschen ausprobieren, wie das hier funktioniert. So, wir gehen mal hier rüber. Denn da kommt ein ganz fetter. Der hält bestimmt aus. Aber ich wechsle jetzt mal auf Feuer, weil der hält mir zu viel aus. Und da brauchen wir das jetzt mit dem Wind erstmal gar nicht. Ich denke, das mit der Windkraft haben wir jetzt verstanden. Und das schaffen wir hier auch so. Sie trugen sie. Ja, das stimmt. Der Wind trug mich. Sie war nicht sicher, ob es reichen würde. Ach doch, es wird schon reichen. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Aber es war immerhin etwas. Hm. Was ist hier vorne? Da kommen wir nicht durch. Oh, Windkraft brauche ich ja. Vento. Boreas. Ich denke, da werden wir in alle drei gehen müssen. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier kommt. So, hier haben wir die 1 aktiviert. Dann werden wir jetzt hier sicherlich die 2 finden. Oder vielleicht die 2. Ja, hier finden wir die 2. Und in dem anderen finden wir dann mit Sicherheit die 3. Hoffe ich doch zumindest mal, ansonsten würde es irgendwie keinen Sinn ergeben. So, dann laufen wir nochmal schnell drauf. Okay, da irgendwas ist passiert. Ich vermute mal, dass hier oben die Tür aufgegangen ist. Ja, wunderbar. So, jetzt müssen wir hier natürlich gucken, dass wir wahrscheinlich irgendwie alle 3 aktivieren. Da komme ich aber gar nicht rüber. So, dass wir vielleicht Zyklon und dann Kalima machen. Nee, das funktioniert schon mal nicht. Zyklon, Kalima. So, dass sie sich alle gleichzeitig drehen. Meltemi. Oder muss ja wirklich Kalima, Zyklon, Meltemi. Emi. So, Kalima, Zyklon, Meltemi. Oh. Ach, Moment. Hier kann ich rumlaufen. So, jetzt kann ich Meltemi eingeben. Und dann habe ich die Tür auch geöffnet. Wunderbar. Dann können wir hier auch weitergehen. So, hier haben wir Opiahe. Ab. So, hier müssen wir wieder das Feld aktivieren. Das wird Mistral sein. Wunderbar. Hier ist mir leider die Aufnahme abgestürzt, deswegen habe ich hier einfach mal einen sauberen Schnitt gemacht, damit wir beim nächsten Mal auf der anderen Seite des Teleports weitermachen können. Ich weiß nämlich schon, was auf der anderen Seite ist und ich kann euch nur empfehlen, beim nächsten Mal einzuschalten. Es wird sau interessant. Und von der Stelle aus sage ich euch jetzt einfach
aus dem Off quasi auf Wiedersehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Verpasst sie nicht.